In Garching tat man alles, damit sich die Buchbacher wohlfühlten. Grillfleisch und Grillwurst en masse, so wie es die Kicker des TSV eben aus der heimischen SMR-Arena gewohnt sind. Und auch auf dem Feld zeigten sich die Garchinger mehr als gastfreundlich. Die ließen Lücken, dass es ein Wunder war, dass die Gäste in Weiß sie nicht nutzten. Nach einer knappen Viertelstunde wies jetzt Jepic die Latte an. Die zu treffen war da fast schwerer als das Tor zu machen. Und nach einer guten halben Stunde schlägt Simon Motz das Geschenk der VfR-Hintermannschaft aus. So ging es also torlos in die Pause, glücklich für die Hausherren, deren Motor derzeit sowieso zu stocken scheint. Und in Halbzeit 2 blieb der VfR-Rennwagen endgültig stehen, weil Buchbach endlich mal zugriff. Stefan Denk mit dem verdienten 1:0 aus Sicht der Gäste. Unglaublich, die am wenigsten klare Chance versenkt er im Netz. Jetzt wachten auch die Garchinger mal auf und erspielten sich ihre Möglichkeiten. Aber dieser stramme Schuss von Suck wird von TSV-Keeper Maus glänzend entschärft. Da waren nur noch 10 Minuten zu spielen und kurz vor Schluss machten die Buchbacher dann auch alles klar. Den überfallartigen Konter darf wieder Stefan Denk vollenden. Buchbach gewinnt also hochverdient in Garching mit 2:0. Beim VfR geht es weiter ab statt vorwärts. Schon die vierte Pleite in Folge.